Servus Leute, ich bin immer wieder unterwegs, ganz alleine für einen Overnighter. Ich habe ganz minimale Ausrüstung dabei, die möchte ich euch kurz vorstellen. Und zwar habe ich dabei das LCE, Load Carrying Equipment der US-Armee und ein bisschen Ausrüstung da drin. Damit komme ich heute Nacht zurecht. Ich habe mein Essen dabei, ich habe sogar die Kameraausrüstung dabei. Ich gehe es jetzt mal mit euch gemeinsam komplett durch. Was habe ich an mir? Load Carrying Equipment der US-Armee. Einfach Trageriemen mit einem Ausrüstungsgurt. Ich packe jetzt mal schön alles aus und zeige euch, was ich dabei habe. Ich fange mal an mit der Ausrüstung, die ich am Mann habe. Mülltüten, 4 Stück. Paracord-Beutel. Lederhandschuhe. Drohnenfernsteuerung. Gehört nicht zur Ausrüstung dabei. Ich lege mal Filmsachen hier rüber. Zunderdose. Und noch ein gutes Schweizer Taschenmesser. So. Kommen wir zur Lochkoppel. Wie gesagt, Load Carrying Equipment der US-Armee. Die Koppel ist bestückt mit 2 Feldflaschen. Meinem EDC-Kit und dem Kamerabeutel. Und in der Mitte des Hauptding ist der Buttpack. Am Buttpack außen dran ist der Carinthia Tropen. Schlafsack. Innen rein habe ich noch ein kleines Kissen gepackt. Damit schlafe ich einfach deutlich besser. Oben auf dem Buttpack ist das Poncho der US Army. Das wird mein Dach. Im Buttpack ist mein Essen. Zusätzlich habe ich noch eine 0,5er PET-Flasche mitgenommen. Ich hatte noch ein bisschen Platz. Ich hatte Angst, dass ich mit 2 Litern ein bisschen knapp unterwegs bin. Deswegen habe ich noch eine halbe Liter PET-Flasche dabei mit Wasser. Meine Klapppfanne. Essen müsst ihr euch im Video angucken. Hole jetzt nicht alles raus. Das glaube ich jetzt nicht unbedingt zielführend. So, dann hier noch Tortilla Wraps. Es gibt nachher mein Abendessen. Ein Apfel, eine Dose Kidneybohnen. Meine gute reparierte Silky-Säge. Und eine Isomatte habe ich mir noch eingepackt. Ich hatte keine Lust, halt ewig noch Blätter zu suchen, um mir eine Isomatte aus Müllbeuteln zu machen. Das war es eigentlich auch schon. Ich habe an der Lochkoppel noch ein Messer. Das ist der SI3 Nachbau von der Firma Zima. Kostet glaube ich 20-30 Euro. Echt gut gemacht, also kann ich euch empfehlen. Ich verlinke euch den ganzen Kram auch noch unten im Videotext. Könnt ihr mal schauen, falls ihr irgendwas davon interessant findet. Und noch eine Sidewinder Taschenlampe von der US Army. Ich dachte, ich nehme gleich das Original mit. In den Feldflaschentaschen ist jeweils eine Feldflasche,
aber auch noch ein Deckel für den Kantinencup. Und auf der anderen Seite der Kantinencup selbst. So, Kantinencup mit Kochaufsatz. Und hier ist der Deckel. So, und in der Tasche ist nur mein Filmequipment, Drohne, Wechselakkus, Licht für die Kamera, genau. Noch mein EDC. Im EDC die wichtigsten Sachen: Stirnlampe, 9 Volt Batterie, Feuerstahl, Folded Cup, Löffel, Zahnbürste, Zahncreme, Schleifstein, ja, ein bisschen Creme. Das war's auch schon, damit komme ich heute wunderbar über die Runden. Mein Motto ist heute einfach mal wenig mitnehmen, leicht unterwegs sein, sich nicht um den ganzen Krempel kümmern müssen, sondern einfach die Natur wahrnehmen. So Freunde, und hier seht ihr jetzt nochmal alles schön ausgebreitet. Das habe ich alles an mir dabei, einfach an dieser stinknormalen Lochkuppel. Finde ich immer wieder erstaunlich, wie viel da zutage tritt, wenn man das Ding mal auspackt. Falls es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal, drückt das Glöckchen und bis zum nächsten Video.